Simon Desue ist 21 Jahre alt und er hat einen eher ungewöhnlichen Beruf. Simon ist Komiker. Ich hasse es, wenn Leute mir diese Frage stellen. Hey, was machst du denn hier? Feiern? 600.000 Menschen haben Simon Desues YouTube-Kanal abonniert. Damit gehört er zu den erfolgreichsten der deutschsprachigen Webvideoszene. Dabei hatte er ursprünglich ganz andere Pläne. Ich wollte so ein Mädchen beeindrucken. Und das war so das Ding, weshalb ich das gemacht habe. Ich dachte so, wenn ich dann vielleicht ein bisschen Klicks bekomme, denkt sie, ich bin cool und dadurch komme ich vielleicht in Kontakt mit ihr. Aber hat sogar geklappt, so ein halbes Jahr später und dann habe ich sie kennengelernt und dann, ja. Das Geschäftsmodell ist simpel. YouTube platziert Werbung um die Videos von Simon Desue und gibt ihnen einen guten Teil der Einnahmen ab. So ist aus dem Versuch, ein Mädchen zu beeindrucken, für Simon Desue inzwischen ein Fulltime-Job geworden. Und er musste schnell erkennen, mit Videos allein kommt man auf YouTube nicht weit. Sondern musst dir durchlesen, was die Leute schreiben, wie sie darauf reagieren und dann gucken, was zum Beispiel hat dir nicht gefallen, was hat ihnen gefallen. Wenn ihnen was gefallen hat, wie kannst du es weitermachen? Wenn ihnen was nicht gefallen hat, wie kannst du es ändern? YouTube ist nur auf den ersten Blick eine Publikationsplattform für Filme. In Wahrheit ist YouTube ein soziales Netzwerk und die Videos sind Teile einer endlosen Konversation. Dieser Umstand wurzelt tief in der YouTube-DNS. Schon das allererste Video, das Gründer George Karim anno 2005 auf YouTube hochlud, richtete sich im Plauderton an seine Zuschauer. Diese Kommunikation auf Augenhöhe sei ein Merkmal der erfolgreichen YouTuber, glaubt man bei YouTube. Anders als vielleicht ein klassischer Star, wie ein Musiker, sind sie sehr nahbar, sehr persönlich, erzählen auch sehr, sehr viel über sich und sind sehr, sehr authentisch. Und da ist die Identifikation natürlich eine ganz andere. Auf den vorderen Plätzen der YouTube-Charts findet sich viel Albernes und Klamaukiges. Aber jenseits der aufgekratzten jungen Männer ist auch ein leiseres Genre herangewachsen. Anleitungen, Tutorials, How-To-Videos. Was ich zum Beispiel super finde, ist, dass ganz, ganz viele Yoga-Kanäle mittlerweile sind und dass ich eine ganze Yogastunde auf YouTube finde und es dann daheim nachmachen kann, was ich sehr, sehr praktisch finde. Schminktipps, Möbelbauanleitungen, Bauchmuskeltraining. YouTube ist mittlerweile eine unerschöpfliche Fundgrube für Alltagshilfen und Weiterbildung geworden. Dieser Umstand habe bereits das komplette Surfverhalten junger Menschen verändert, sagt der Webvideo-Experte Bertram Google. Die gehen nicht mehr zuerst auf Google, sondern gehen zuerst auf YouTube und suchen dort, weil sie da müssen sie sich nicht mehr durchlesen, sondern sie können es sich anschauen, wenn sie eine Frage haben. Und das ist eine ganz andere Art der Wissensvermittlung. Die Fans erwarten viel von ihren YouTubern. Regelmäßige Videoveröffentlichung, ständige Ansprechbarkeit und permanente Kommunikation. Damit dafür genügend Zeit bleibt, versuchen sich neuerdings YouTube-Netzwerke, ähnlich wie Plattenfirmen oder Buchverlage, zwischen Videomacher und Videoplattform zu positionieren. Der erste Bereich ist, mehr Zuschauer zu erreichen und die Reichweite der Kanäle zu erhöhen. Der zweite Bereich ist, mit den Videos ganz einfach Geld zu verdienen. Und der dritte Bereich ist letztendlich, alle anderen Aufgaben zu übernehmen, die diesem YouTuber vielleicht im Weg stehen, um sich noch mehr auf seine kreative Arbeit konzentrieren zu können. Doch je mehr Parteien am YouTube-Kuchen mitessen wollen, umso weniger bleibt für jeden Einzelnen. Obendrein versuchen sich derzeit immer mehr Neulinge als YouTube-Profis, weswegen sich eine Flut von Inhalten über die Plattform ergießt und viele YouTuber über sinkende Einnahmen klagen. Und wenn ich eben nicht genügend Abrufe mache, dann verdiene ich zwar Geld auf der Plattform, aber es reicht lange nicht, um meine Produktionskosten zu bezahlen, geschweige denn mich zu ernähren. Das wird sich vielleicht ändern, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gehen und mehr Werbekunden auf die Plattform aufspringen. Aber im Moment ist es einfach nur so, dass die Preise nach unten gehen. Fachleute schätzen, dass in Deutschland vielleicht 1000 Menschen von ihren YouTube-Produktionen leben können. Und die Konkurrenz wird immer größer. Dass Simon Desues Beruf zu einem Massenphänomen wird, ist eher unwahrscheinlich.